Der Titel klingt sehr nach einem Scherz, ich weiß, und ihr fragt euch sicherlich, wer hat jetzt wieder gejammert und möchte irgendwas canceln aufgrund von persönlichen Einstellungen? Bevor wir uns damit aber widmen, möchte ich kurz anmerken, dass es leider kein Scherz ist und viele Leute das neue Hogwarts Legacy boykottieren wollen, wegen einem lächerlichen Grund, und dieser heißt J.K. Rowling. Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Game Alchemist. Bevor das Video richtig startet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr mich natürlich sehr gerne kostenlos abonnieren könnt. Einen Daumen nach oben dürft ihr auch gerne da lassen und für mehr Support auch gerne ab 1 Euro Mitglied werden und so Livestream No Death Runs von Souls-Likes und Jump'n'Runs sehen oder auch das kommende Forspoken auf schwer danach anschauen. Nun genug der Eigenwerbung, jetzt geht's endlich los mit dem Thema. Die sogenannte Wizarding World, wo Harry Potter mit drunter zählt, ist gigantisch und lebt schon ewig in vielen Köpfen oder auch Potterheads genannt. Man ist Fan von einem riesigen Schloss, das eine Schule sei und vielerlei magischen Dingen, Zaubern und Geschöpfen. Egal ob die Bücher, Hörbücher, Filme, Theaterstücke oder auch Videospiele, Harry Potter kennt irgendwie jeder und um es zu mögen, muss man aber kein Fan sein. Denn das bin ich nicht. Ich bin kein Fan dieses Universums und zähle mich somit nicht als Potterhead, dennoch finde ich einige Filme ganz cool und freue mich trotzdem riesig auf das kommende Hogwarts Legacy von dem Entwickler Avalanche Software, die by the way, ja, das hier vorher gemacht haben. Und Hochgeschwindigkeitsspaß für die ganze Familie. Fahre ich nicht toll rückwärts? Diesen Juli. Nach den. Nimmst du einen Crashkurs? Ja, sieht jetzt nicht nach AAA aus, oder? Man könnte jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das kommende Spiel wirklich einen krassen AAA-Standard hinlegt, ohne Bugs und fehlenden Content natürlich, oder ob es ein komplettes Desaster wird. Immerhin haben sie aber auch viele neue Leute für das Projekt geholt und somit wieder Hoffnung geschaffen. Aber halt! Es gab einen Aufschrei von einer Journalistin, die transsexuell ist. Ich möchte hier nochmal ganz kurz betonen, dass ich gegen keine Sexualität oder Geschlecht irgendwas habe und alle sich so lieben sollen, wie sie es für richtig halten. Ich respektiere deren Meinungen, außer man sagt mir, man ist kein Mann oder Frau, sondern eine Hüpfburg. Dann muss ich echt dringend los. Auf der anderen Seite möchte ich so respektiert werden, Meinungen, die ich äußere oder auch mein Geschlecht. Ich denke, ihr merkt, in welche Richtung das Ganze jetzt so langsam geht. Die Journalistin, die zum Boykott aufgerufen hat, heißt Jessie Earle, ist transsexuell und möchte dringend, dass man Hogwarts Legacy boykottiert, da die Autorin J.K. Rowling Transphoben bis auf Twitter verbreitet hat. Was sie an sich wirklich auch hat. Ich meine, sie kann denken, was sie will und sie darf auch ihre eigene Meinung haben und kundtun. Aber muss auch mit den Konsequenzen des Internets rechnen. Aber sie wird keinerlei Konsequenzen davon tragen, Leute, da es ihr wirklich egal sein kann, was eine Gruppierung von ihr denkt. Ich meine, sie hat alles im Leben erreicht und lebt ihr Leben. Sie braucht da keine Meinung von anderen Leuten. Jessie meinte auch, dass man nicht die bereits erworbenen Sachen des Universums wegschmeißen muss, sondern nur zukünftige Artikel nicht mehr kaufen solle von diesem Universum und von J.K. Rowling. Da schreibt also eine fremde Person im Internet einfach, dass man ja nicht die Sachen wegschmeißen muss. Ich glaube, Jessie, das hätte auch keiner getan, nur weil du es sagen würdest. Und wenn doch, dann sind diese Leute leider wirklich verloren, weil sie einer fremden Person quasi gehorchen würden. Und nun mal so, Hogwarts Legacy ist nicht erst seit einem Jahr in Entwicklung, sondern schon jahrelang, was ja auch klar ist bei der Größe dieses Spiels. Es ist also nicht irgendein typischer Fanartikel, der in einer Winkelgasse an einer Vitrine hängt und ausgestellt wird, die leider Gottes wahrscheinlich noch von Kinderarbeit geprägt ist, sondern ein Videospiel, woran mehrere Menschen stundenlang gearbeitet haben, damit man den größtmöglichen Fanservice bekommt, den man machen kann. Jessie Earle möchte eigentlich ein Videospiel von Avalanche Software, bei dem J.K. Rowling gar nicht kreativ oder irgendwie mitgewirkt hat, boykottieren. Okay, wobei man da sogar noch erwähnen sollte, dass es in Hogwarts Legacy sogar möglich ist, eine Körperstatur auszuwählen und dann noch das jeweilige Pronomen. Also sind in diesem Spiel von den Entwicklern aus sogar Transcharaktere möglich, was diese ganze Boykottierung sogar eigentlich noch lächerlicher macht. Klar, J.K. Rowling hat die Rechte an Harry Potter und verdient auch an den Verkäufen von Hogwarts Legacy durch diese Rechte ein wenig mit. Aber jetzt mal ehrlich, das sollte nicht der Hauptgrund für eine Boykottierung verdammt nochmal sein. Wie tief sind wir eigentlich in der Gesellschaft gesunken? Und das fällt mir nicht erst in diesem Post auf. Jeder kann für sich boykottieren, was er will, denn jeder hat Entscheidungsfreiheit. Aber krampfhaft versuchen, ein Produkt zu canceln, was nicht mal einer Person schadet, auf die es abgesehen wurde? Das ist
lachhaft und sollte meiner Meinung nach gar nicht erst unterstützt werden. Viele Transpersonen machen da aber mit, was auch ihr gutes Recht ist. Dennoch finde ich es schade, wohin sich das alles irgendwie entwickelt. Die Entwickler des Spiels machen extra diese Funktion rein mit den Transcharakteren und das ist nicht erst seit neuestem so und ja, dann wird man von genau dieser Community boykottiert, weil die Erfinderin von Harry Potter Mist geschrieben hat auf Twitter. Was genau können jetzt bitte die Entwickler dafür? Sie haben jahrelange Arbeit reingesteckt, damit einem ein richtig cooles und großes Hogwarts-Game rauskommt, was sich schon viele Fans seit Jahren wünschen. Und dann soll diese ganze Arbeit zunichte gemacht werden? Wegen einem fremden Tweet einer Journalistin und einer transphoben Autorin? Wenn wir so weitermachen und wirklich alles immer canceln, weil uns eine kleine Sache nicht passt, dann dürfte keiner mehr irgendetwas tun. Und hier rede ich ja nicht mal von dem Produkt selber. An dem Spiel hat bisher wirklich keiner was auszusetzen. Und genau das ist ja der Fehler. Es wird ja eigentlich nur J.K. Rowling gecancelt. Dann macht das doch auch bitte weiterhin. Aber das stört halt keinen. Aber warum geht man auf jahrelange Arbeit von Leuten, nur weil ihr euch von einer Person angegriffen fühlt? Politische Debatten haben in Spielen einfach nichts zu suchen, genauso wenig wie das Canceln von Sachen, weil eine Kleinigkeit nicht passt. Wir sollten, wenn überhaupt, Videospiele nur canceln oder einfach nicht kaufen, wenn man als Kunde verarscht wurde, ein Bugfest zu diesem Release gedroppt wurde oder Pay-to-Win-Mechaniken drin sind. Das ist meine Meinung, natürlich. Gibt bestimmt noch viele weitere Gründe, aber diese Aussage einer transphoben Person sollte kein Grund sein, eine Riesenarbeit zu canceln, die über Jahre lang hinweggeht. Ihr dürft hassen, wen ihr wollt. Könnt euch immer euren Teil dabei denken. Aber können wir bitte mal aufhören, immer alles und jeden zu boykottieren? Der Klügere gibt er bekanntlich nach und in diesem Fall zählt das nicht für die Cancel Culture. So, und wenn wir uns nun alle beruhigt haben, darf man sich natürlich auch auf Hogwarts Legacy freuen. Ich werde es weiterhin tun und werde es auch selber zu Release hier streamen und möchte da von dieser Debatte halt auch nichts hören. An sich, für mich, sind auch alle willkommen. Hoffen wir mal, dass es nicht wirklich ein Bugfest wird zu Release, denn dann darf man das Spiel wirklich gerne boykottieren. Da mache ich sogar mit. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren und vielleicht eine Mitgliedschaft für 1 Euro dazulassen, falls ihr mich mehr supporten wollt, ist aber kein Muss. Das wisst ihr. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Haut rein.